Ja, hallo liebe Leute. Ich habe jetzt gerade ausgecheckt. Und ja, es ist schon relativ spät am Abend. Ich bin heute noch in der Stadt gewesen. Ich bin noch mit jemandem, mit zwei Leuten, die ich hier kennengelernt habe. Zwei Engländer gehen Sushi essen. Das ist gut für meinen Magen. Das ist nicht mexikanisch, von dem her geht das. Und es geht mir übrigens schon viel, viel, viel besser als sonst. Ich habe mich jetzt einfach ein bisschen basisch ernährt die letzten paar Tage und das hat extrem geholfen. Und ja, jetzt gehe ich mit dem Bus wieder zu der Autobusstation. Und dann geht es weiter, ein bisschen Norden rauf, ein bisschen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Gestern Abend bin ich relativ spät im Hostel angekommen, darum habe ich auch nicht mehr gefilmt. Und ja, das ist ein nice Hotel da in dieser Straße da vorne. Und ja, ich habe aber relativ schlecht geschlafen, weil es ist ein Typ ober mir gewesen. Und mitten in der Nacht ist der heimgekommen, der war völlig betrunken gewesen. Und der hat gesagt, hey, das ist mein Bett und so. Und hat dann mit dem Handy so auf mein Bett, auf mein Gesicht geleuchtet und so. Und dann ist der eine vom Hostel und hat gesagt, oh Scheiße, das war ein Fehler, eben nicht eins oben dran schlafen und so. Und dann hat der angefangen zu schnarchen. Das war unglaublich gewesen und hat sich immer bewegt und gemacht. Das war eine richtig scheisse Nacht gewesen. Ich habe kaum geschlafen. Ich musste das erste Mal meine Ohrstöpsel brauchen, die ich zum Glück mitgenommen habe. Aber ja, jetzt gehe ich da mal ein bisschen San Luis Potosí anschauen. Habe ich das gar noch nicht gesagt, ja, wo ich bin. San Luis Potosí. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich glaube es zwar nicht. Das ist ein bisschen im Norden von Guanajuato. Und es ist nicht wirklich auf dem Touristenstreifen, sage ich jetzt mal. Aber ich habe jetzt gerade gehört von den Leuten im Hostel, dass es ein recht schönes Städtchen sein soll. Und ja, das kann ich jetzt mal anschauen. Vielleicht, ich habe jetzt gebucht bis morgen Morgen. Also jetzt noch eine weitere Nacht. Eventuell verlängere ich dann noch. Das kann ich dann heute Abend noch entscheiden. Aber jetzt kann ich zuerst mal schauen, was da alles so ein bisschen zu sehen gibt. Ja, das liebe ich an Mexiko. Man kann überall so Früchte kaufen. Das ist jetzt Ananas und Mango für 20 Pesos. Und ja, da hat überall so Stände oder auch, wo man kann Fruchtsäfte oder so kaufen. Das ist wirklich relativ geil da. Also man muss da nicht immer so Tacos und Zeug essen eigentlich. Und das ist jetzt gerade wieder so ein bisschen das Learning aus dieser Phase, wo es mir jetzt richtig scheiße gegangen ist. Und ich musste ein bisschen verzichten auf all das Mexican-Zeugs da zu essen. Habe jetzt eigentlich gerade wieder gelernt, wie gut das so Früchte sind und wie einfach dass man die bekommt. Und ja, das ist jetzt eigentlich gerade gut, ist es so rausgekommen. Und ja, ich glaube, ich esse jetzt wieder ein bisschen mehr Früchte und Gemüse, anstatt nur immer das Mexican-Zeug. Muss ab und zu natürlich auch sein. Ich will natürlich auch, es gehört zu der Kultur auch ein bisschen, das Essen. Ich will auch alles ein bisschen probieren. Aber ja, ich glaube, ich muss da ein bisschen stoppen, nicht immer nonstop nur das essen. I'd like to love you night and day if I may. Ja, das sieht da aus wie ein ganz stinknormaler Brunnen. Aber jetzt müssen wir mal schauen, was es da drin hat. Ja,
Überall ganz grosse Fische, nicht einfach nur ein paar kleine Fische, sondern riesige Tender. Keine Ahnung, warum die das machen, also. Aber ja, würde es in Sinn haben. Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich bin bereits schon wieder unterwegs zu der Busstation. Da in San Luis Potosi hat es nicht allzu viel gegeben. Es ist schön und es ist auch cool, dass man mal so ein bisschen mehr Nord ist, der nicht so touristisch ist. Man kommt ein bisschen mehr von den Einheimischen mit, wie sie da leben und so. Aber kann man anschauen, muss man nicht. Von dem her, es war mehr so ein Zwischenhalt hier. Das Hostel war aber mega cool. Coole Leute getroffen hier. Und jetzt geht es weiter. Jetzt laufe ich wieder gut etwa 3/4 Stunde oder noch etwas länger zu der Busstation. Und dann so um 12:30 geht dann mein Bus. Frisch gepressten Orangensaft für 13 Pesos. Läuft. Jetzt habe ich glaube, das erste Mal auf meiner Reise so richtig Verspätung gehabt. Also so richtig, es sind 50 Minuten Verspätung. Ist eigentlich nicht so mega schlimm, aber ich habe einfach nicht gewusst, ob ich jetzt da wirklich richtig bin. Aber jetzt ist der Bus doch noch gekommen und jetzt geht es weiter. Es sind glaube ich etwa 4 Stunden oder so. 3,5 so irgendetwas. Bis in die nächste Stadt. Ja, herzlich willkommen in Zacatecas. Ich bin jetzt gerade angekommen, hier oben ist gerade der Busbahnhof. Und jetzt geht es etwa 50 Minuten gemäss Google Maps zum Laufen. Und wie immer, wenn es irgendwie möglich ist, laufe ich natürlich und nehme nicht irgendwie das Taxi oder den Bus oder so. Ausser das ist jetzt irgendwie 2-3 Stunden. Aber ich probiere eigentlich immer alles zu laufen und das ist eigentlich noch, ich habe bis jetzt noch gute Erfahrungen gemacht. Man macht ein bisschen etwas, man bleibt fit. Man sieht auch gerade so ein bisschen beim Reingehen, so ein bisschen wie die Stadt so ein bisschen aussieht. Jetzt bin ich da gerade an einem Park vorbeigekommen. Das ist glaube ich der erste so richtig schöne Park, den ich hier gesehen in Mexiko. Schau mal. Sieht richtig schick aus, schöne Wiese, schöne Teich oder was auch immer das da ist. Und da hat es auch noch ein paar Leute, die mit dem Bötli rumfetzen. Ja, ganz cool, aber ich muss jetzt leider schon gleich wieder weiter, weil ich habe diesem gesagt, weil ich habe jetzt so ein Private Zimmer buchen und ich habe dem gesagt, ich komme in einer Stunde an und ich habe eine Stunde zum Laufen. Und als Schweizer muss man schon schauen, dass man ein bisschen pünktlich ist, nicht wahr? Ja, das war jetzt eigentlich ein gutes Beispiel gewesen. Der Park davor, den ich jetzt gesehen habe, den hätte ich nie im Leben gesehen, wenn ich den Bus genommen hätte oder das Taxi. Das ist mir jetzt schon x-mal passiert. Ganz unterschiedliche Städte, so kleine Orte gesehen, die ich sonst nicht hätte gesehen. Darum, Tipp von mir, immer laufen, wenn irgendwie möglich. In Zacatecas gibt es übrigens auch Dinosaurier, habt ihr gewusst? Seht ihr dort oben die, auf dem Hügel die Kilo, was auch immer. Und ein bisschen unten dran, dort wo die Stadt aufhört, ungefähr dort ist mein Hostel. Also ihr seht, es ist noch ein relativ langer Weg. Halbe angesagt, halbe gemacht, Differenz null. Ja, jetzt warte ich hier auf meinen Host, der sollte jetzt dann jemanden kommen. Ja, ich bin jetzt hier also angekommen in meinem Zimmer. Schaut euch das mal an. Ja, nichts Spektakuläres, das Bett halt. Und ich bin jetzt da gerade herzlich begrüßt worden vom Luis. Und da ist noch das Bad. So sieht das aus. Und draussen muss man aber immer zuerst warm Wasser machen, bevor man hier duschen will. Das läuft da nicht automatisch. Aber das ist ja nicht so eine Sache. Und jetzt zeige ich euch mal noch den unteren Teil. So, das ist noch die Küche von dem Ganzen. Und ja, jetzt gehe ich mal ein bisschen die Stadt anschauen, würde ich sagen. Vamos! Ich bin jetzt gerade in so einer Gegend, wo die Häuser überall so ein bisschen farbig angemalt sind. So ein bisschen graffiti-mässig. Schaut euch mal was an. Hey,
Ja, das Restaurant sieht mal richtig nice aus. Das Essen war gut und es hat ein cooles Ambiente da. Also kann ich definitiv empfehlen, wenn ihr da seid. Und das Asuda de Boda kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Das ist die Spezialität von da. Und ja, also wenn ihr da seid, unbedingt da hinkommen. Also ich muss sagen, das Städtli gefällt mir ziemlich gut, vor allem bei Nacht. Und es hat eine ganz spezielle Stimmung da. Es ist irgendwie so voll ruhig und so ein bisschen, ja, gemütlich, überall Musik und so. Ja, es ist ein bisschen anders als in Guanajuato und in San Miguel. Es ist wunderschön dort, die Gebäude sind extrem schön und alles. Ich kann es fast nicht beschreiben, man muss fast beides gesehen haben. Ich sage jetzt mal, da gibt es weniger Sachen, die jetzt gerade rausstechen, zum Beispiel in San Miguel oder in Guanajuato, wo man sagt, hey, boah, das ist jetzt ein wunderschönes Gebäude hier in der Stadt. Aber da ist es wirklich auch cool, wirklich nice. Auf eine Art. Ich weiss zwar nicht, welche Art, aber es gibt eine Art und die ist geil. Jetzt wollen wir mal schauen, wie wunderschön das hier da aussieht. So sieht es meistens so ein bisschen aus hier. Überall so ein bisschen die beleuchteten alten Gässchen und so. Das ist recht eindrücklich. Sieht wirklich mega schön aus. Und ich fühle mich so richtig wohl hier irgendwie. Ja, hallo zusammen. Ich habe gestern Abend ganz vergessen, das Video zu beenden. Ich bin noch ein bisschen in der Stadt gsi, habe da noch ein bisschen mehr das Ganze angeschaut und bin dann nachher etwa rechtzeitig wieder liegen. Und darum würde ich jetzt das Video an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Ciao, ciao.